Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim mit Zukta. Ja, es ist ja schon ein Weilchen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich überhaupt tun sollte zum Schluss. Das ist irgendwie merkwürdig. Denn ich habe jetzt seit fast 2 Monaten nicht mehr gespielt. Ach, seit über 2 Monaten. Weil mir aber auch einfach mal die Zeit fehlt. Wartet mal kurz. Mal in den Einstellungen gucken. Irgendwie wirkt das Ganze auf mich sehr leise. Darf gern etwas lauter sein. Okay. Na, wieder ein bisschen in die Steuerung auch reinfinden auf jeden Fall mal. Wäre, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. Moment mal, ist doch die falsche Richtung. Ja, habe ich schon gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was ich überhaupt tun sollte. Generell. Ist ja schon ein Weilchen her. Vielleicht hätte ich mal in mein Video reingucken sollen vorher. Egal. Schade, nichts mehr drinne. Nichts mehr dabei, viel mehr. Wolf leert. Klingt auch gut. Da vorne ist auf jeden Fall jemand. Ah, Mike der Lügner. Sollte ich wirklich mit so jemandem reden? Ah, tun wir es doch einfach. Mike wünscht euch alles Gute. Das ist doch eine Lüge. Ja, ich hatte mir mittlerweile auch schon den Soundtrack geordert, aber irgendwie kriegen die es ja nicht hin, den zu verschicken. Oh, Bergblume, sehr schön. Ich weiß, was wir damit machen können. Ja. Irgendwie kriegen die es nicht hin, das Ding zu verschicken und ich warte und warte und warte schon seit Monaten. Solltet ihr vorhaben, euch den Soundtrack zu kaufen, ist im Moment, denke ich mal, ungünstig. Leider. Denn ich persönlich finde den sehr gut. Zumindest das, was ich bisher so mitbekommen habe. Wer ist hier? Wache von Weißlauf. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Ich weiß. Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ah, und trotzdem kannst du so durch die Gegend laufen, so ganz entspannt und hier einen auf Wache machen. Witzfiguren. Ich weiß nur, dass wir uns irgendeiner Fraktion anschließen sollten. Eisfurchenhof. Aha. So sollten wir uns ja irgendwie den Königlichen hier anschließen, beziehungsweise. Es sind ja nicht die Königlichen, sondern halt dem Imperium. Die wirklich königlich sind? Ich weiß es nicht. Was? Warten? Nein, ich will nicht warten. Ich wollte ins Menü. Gucken. Fertigkeit, Magiekarte und so weiter. Gehen wir mal auf Quest. Die goldene Klaue. Bringt die goldene Klaue in euren Besitz. Beziehungsweise bringe die goldene Klaue in deinen Besitz. Aha, Winterfeste. Kaiserlichen Armee beitreten. Also doch kaiserlich, königlich, wie auch immer.
Gut. Lasst mich raten, wenn ich mich jetzt umdrehe, würde ich doch tatsächlich wahrscheinlich noch mehr finden. Wo ich hingehen kann, beziehungsweise was ich tun soll. Naja. Ich sehe schon fast kommen, dass das so ein schöner Part wird, in dem ich im Endeffekt gar nichts getan habe. Nanu. Oh, ein Riese. Wen, mich? Nee, lass mal. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Ihr seid nicht so aus, als würdet ihr Hilfe brauchen. Oder ich habe alles versucht. Na, dann sagen wir, ihr seid nicht so aus, als würdet ihr Hilfe brauchen. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Was ist dein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Kann ich euch beitreten oder das klingt nach einer Zeitverschwendung? Ich frage mal, ob ich beitreten kann. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Ork. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jorvaska und werdet ein Gefährte. Ich sehe nicht nur stark aus, ich bin stark. Aber ist in Ordnung. Noch ein Ork? Nein. Ein Dunkelelfe, wie es aussieht. Was ist das? Ein Jack? Das ist ein Jack? Kann man auf dem reiten? Nein. So eine Sauerei. Egal. Weiter geht's. Wölfe? Gegner, juhu! Ich bin nicht sagen, ich habe ein paar Wölfe getötet. Nehmen wir doch alles mit. Ja, jetzt ruckelt's ein bisschen gerade. Was, wie, wo, wer? Ach so, scheint meine eigene Energieleiste zu sein. Da sind wieder Gegner. Ach so, das ist ein Reh, okay. Nö, nee, will ich nicht töten, jedenfalls nicht unbedingt. Soll es hier nicht noch irgendwo mehr Quests geben? Sehr schön. Doofer Wolf. Hätte sich nicht mit mir anlegen dürfen. Auf jetzt denke ich wieder nach Süden. Irgendwie ist das alles sonderbar. Ganz offen gesagt, ich denke mir, ist es nicht unbedingt gerade ratsam, irgendwie rumzulaufen. Beziehungsweise, es ist nicht gerade ratsam, das überhaupt zu versuchen. Ach, das ist ein Banner, ich wollte schon sagen, was denn das für ein Gegner? Und dann gehen wir hier oben rein. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Hä?
Wer hat denn hier mit mir geredet? Na schön. Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Hier, nehmt das, lasst mich einfach in Ruhe, eher würde ich sterben. Geht sofort, in Klammern einschüchtern. Sehe ich so aus, als hätte ich Gold, in Klammern überreden. Schüchtern war ein. Netter Versuch, aber mir jagt ihr keine Angst ein. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Dafür habe ich keine Zeit, oder eher würde ich sterben, beziehungsweise hier, nehmt das, lasst mich einfach in Ruhe. Geht nicht fort. Ihr hättet nie mitkommen sollen. Nehmen wir alles mit? War eben nicht noch eine Zweitwaffe irgendwo? Waffen bringen immer Geld, deswegen. Dumme Diebe. Ziemlich dumme Diebe sogar, sich mit mir anlegen zu wollen. Kann man nicht irgendwie rennen? Ich keine Ahnung, wie ich da weiter hochkommen soll. Und das Geruckel zwischendurch nervt auch. Diesmal ist es definitiv nicht meine Festplatte. Die ist so gut wie leer. Beziehungsweise leer genug, dass ich damit wieder Let's Playen kann. Ich sag mal ganz ehrlich, es ist ein sehr sonderbarer Ort für eine Quest. Ein ganz, ganz sonderbarer Ort sogar. Ah, Ortzügelgrab. Wenigstens ein Ding, was ich hier gefunden habe. Auch wenn ich nicht mehr weiß, was ich hier oben sollte. Auf jeden Fall gibt es hier ein paar Gegner. Ja, eigentlich hätte ich dir ja drohen müssen, ne? Ich herausfinde, von wo ich beschossen werde, wollte ich gerade sagen, kümmere ich mich um den. Ich kann schon euer Blut sehen. Oh, und ich sehe jetzt eins. Welche Ironie. Na, wieder sind wir aber auch überfüllt. Mich persönlich nervt das mittlerweile schon alles so ein bisschen, aber okay. Ja. Machen wir noch einen neuen Spielstand. Und ich sage mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Teil der Geschichte bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim.